Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute ein super tolles Play-Doh-Set und zwar Annas Schlitten. Anna aus dem Disney-Film Frozen und mit dabei ist auch noch Olaf. Wir sehen hier schon, Anna und Olaf sind als Figuren mit dabei. Außerdem 5 Dosen Play-Doh, insgesamt 196 Gramm. Mit dabei ist sogar Glitzerknete. Geeignet ist das Ganze für Kinder ab 3 Jahren von der Marke Hasbro und ich werde jetzt mal das umdrehen und mal schauen, was noch so mit dabei ist. Die Knetedosen sind mit dabei, die liebe Anna, Olaf, wie hieß der nochmal, der Elch. Wenn ihr das noch wisst, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß nur noch, wem dieser Elch gehörte oder von wem das der beste Freund ist. Das war ja von Annas Freund Christoph. Der Schlitten ist auch mit dabei. Ich glaube, eine Knetmasse, die sieht auch aus wie Schnee. Ich bin wirklich gespannt. Ich mache das jetzt mal direkt auf. Ich kann es nicht mehr abwarten. Und als erstes sehe ich hier schon direkt den lieben Olaf. Hier kann man Knete reinmachen. Die Arme sind aus Plastik, die legt man hier mit rein und dann drückt man das Ganze so zusammen und dann sind die Arme in der Knete drin. Das werde ich auf jeden Fall auch mal hier ausprobieren auf dem Kanal. Dann haben wir hier Anna und da kann man, glaube ich, Knete hier unten reinmachen und wenn man es so hochdrückt, dann kommen hier so schöne Stoffstücke aus diesem Rock raus. So sieht das auf jeden Fall hier auf der Verpackung aus. Da kann man dann ein ganz besonderes Kleid für Anna machen. Außerdem kann man so eine Haube und so einen Umhang für sie formen. So ist es vielleicht ein bisschen kalt, wenn die im Schnee unterwegs ist, nur mit dem Rock und dem einfachen Oberteil. Also es ist ein ganz einfaches Kleid und das kann man dann mit Play-Doh-Knete einfach noch ein bisschen verschönern. Da sind jetzt die Knetedosen und ich sehe schon, es ist Weißglitzer, rosa Pinkglitzer, lila, grün und orange. Oh, die leuchtet aber wirklich ganz stark. Es ist schon fast so Neonpink. Ich hole mal ein bisschen raus. Oh, die gefällt mir gut. Und die ist auch ganz schön weich, kann man gut formen. Das will ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen, das jetzt einmal hier zu testen. Oh, sehr schick. So sieht doch das Kleid schon gleich etwas interessanter aus. Aber wir haben ja nicht nur pinke Knete hier, wir haben lila. Das ist übrigens ein kleiner Topf, wie man wahrscheinlich schon erkennen kann. Der kleinste Topf von Play-Doh. Auch sehr schön die Farbe. Kann ich mir gut vorstellen, wenn Anna das als Umhang trägt. Grün ist ja auch immer ganz beliebt. Da kann ich natürlich vielleicht den Schlitten dann mit verschönern. Obwohl den Schlitten, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Da hoffe ich ja, dass der überhaupt da in der Packung drin ist. Oh, das ist ja wirklich ein sehr schöner Farbton. Schon ein bisschen türkis, grün. Sehr, sehr toll. Und jetzt kommen wir zur nächsten kleinen Dose hier. Das ist orange, aber ob es jetzt Neonorange ist oder ein Möhrenorange für die Nase, das werde ich jetzt sehen, wenn ich die Dose aufkriege. Ein sehr schöner Orangeton. Da kann ich mir lecker so eine Karotte mit vorstellen. Eine Karottennase. Wir kommen schon zur letzten Play-Doh-Dose und da habe ich schon die Vermutung, dass das jetzt das Schneemann-Weiß ist. Och, und das ist so schön. Da hole ich aber auch mal ein bisschen raus. Da sind ganz tolle silberne Glitzerelemente drin. Da wird Olaf aber ein ganz, ganz hübscher Schneemann mit diesen Glitzerelementen. Da freue ich mich schon drauf. Aber erstmal geht's weiter mit dem Auspacken.
glaube, da muss ich die Verpackung von der anderen Seite nochmal aufschneiden. Da komme ich gar nicht so richtig dran. Und Glück gehabt, der Schlitten ist auch mit dabei. Und hier haben wir doch das Rentier. Oder ist es ein Elch? Hier, das sind unterschiedliche Schneesterne. Und hier, das ist eine Scheibe, die man so drehen kann. Damit kann man dann das Rentier über den Tisch rollen lassen. Unser Tisch stoppt das ein bisschen, aber wenn der Untergrund ein bisschen fester ist, dann kann man das da gut drüber rollen. Das hier muss ich, glaube ich, mal hier befestigen, damit er den Schlitten ziehen kann. So, auf beiden Seiten muss das hier einrasten. Und jetzt fehlt wirklich nur noch unser Schlitten. Der ist hellblau und pink. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist das doch hier unten ein Umhang für Anna, den man hier mit formen kann. Und oben, das könnte ein Hut sein vielleicht oder eine Kappe. So ist es eben ein Schlitten. Und auf den Schlitten drauf kommt das hier. Ah, ich sehe schon. So wird das eingehakt. Moment. So, und hier kann man jetzt Knete reinmachen. Und wenn man das hier drauf presst, dann hat man hier eine Mütze für Anna. An der Seite von unserem Schlitten sind noch ganz schöne Elemente. Schneesterne, kleine Karos. Hier auch. Und hier kann man da auch noch irgendwas festmachen. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Schlitten, da kann man das jetzt ziehen. Ach, und jetzt weiß ich auch, das kommt hier hinten rein. Und wenn ich hier die Knete reinmache und das runterdrücke, dann kommen hier hinten so unterschiedliche Schneewürste raus, nenne ich das jetzt mal. Das habe ich doch schon auf der Verpackung gesehen. Hier. Sieht auf jeden Fall alles richtig spannend aus. Ein bisschen was habe ich ja schon hier ausprobiert und alles weitere werde ich auch noch mal in einem nächsten Video ausprobieren. Da probiere ich dann wirklich hier jede Form einmal aus und natürlich kann dann auch mal das liebe Rentier einen Schnitt durch die Knete machen mit dieser Rolle. Mir ist jetzt wirklich einfach der Name entfallen. Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen. Von Olaf, von dem kenne ich auf jeden Fall noch den Namen, den kann ich nicht so schnell vergessen. Und Anna, die kann ich auch nicht vergessen. Die kann sich hier übrigens noch so reinstellen. Und dann kann die Schlittenfahrt losgehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!